Anfang auch immer dazu gesagt, welches Tier gerade im Verkauf ist, wie das hieß. Das war für viele aber viel zu heftig. Das konnten die nicht aushalten. Ich finde ja, wenn man das nicht aushalten kann, sollte man eigentlich auch kein Fleisch essen. Viele Menschen sind ja sehr konsequent und ernähren sich vegan, immer mehr. Und gerade hat der Ernährungsbericht gezeigt, dass die Deutschen deutlich weniger Fleisch essen. Und die Fleischesser haben was gegen Massentierhaltung und gegen Tierquälerei und wollen wissen, wo das Fleisch herkommt und wie die Tiere gehalten werden und ob es denen gut geht. Herzlich willkommen bei Asra Blogt. Anja Radetzky macht es anders. Sie hat mit ihrem Mann zusammen in Stolzenhagen in der Uckermark den Milchviehbetrieb Stolze Kuh gegründet. Mit eigener Käserei und Direktvermarktung. Sie hat mich eingeladen, zum Melken mitzukommen. Wir fangen heute mit dem Ende an, das gehört dazu. Und es werden lebende, aber auch tote Tiere zu sehen sein. Ich habe die Verantwortung bis zum Ende. Ja. Genau. Und es war bei der jetzt, also es gibt immer mehrere Gründe, bis ich eine schlachte. Und hatte dann sich tatsächlich einen Koli ins Euter eingefangen, der sofort das Euter absterben lässt. Das ist zu heftig. Nee, das ist passt. Eigentlich ist es auch schön, wenn man die Kuh noch wertschätzen kann. Sterben wird sie sowieso. Und mit dem Abdecker, das finde ich voll schlimm. Also ich will gar nicht die anderen toten Tiere sehen, die aus riesigen Anlagen kommen. Und versuche das natürlich zu umgehen. Und so kann ich halt die Benita auf ihren letzten Weg begleiten. Das ist auch echt, also bin ja auch dabei, wenn sie getötet werden. Und ich sage ja auch, dass sie sterben wird. Vielleicht ist es nur mein menschliches Empfinden, dass es das Tier schon weiß. Ne, vielleicht muss ich es nur für mich sagen, aber ich glaube, dass es, wenn man Tiere hält, wichtig ist, bis zum Ende auch mit denen die zu begleiten. Wenn du eine Schlachtgenehmigung beantragst, ja. Und in der DDR war es ja immer so, kleine Schlachtungen gab es ja kaum, aber früher war hier auch Metzgerei immer schon und da hatten wir eine Konzession für einen Katastrophenfall. Also wenn jetzt mal irgendwie was gewesen wäre und darum haben wir das alles jetzt noch machen dürfen. Und da hatte ich dieses Herz in der Hand und ich habe so, also ich weiß nicht, ich fühle mich da schon, wie die Indianer das irgendwie immer machen, ne? Mit dem Abschied nehmen und die Seele loslassen. Und ich bin so dankbar und ich denke trotzdem, oder genau deshalb, okay, das ist echt was richtig Wertvolles und ich esse auch echt super selten Fleisch, also ich bin sonst auch außerhalb vegan, wenn ich irgendwo anders bin. Weil ich das nicht essen kann, so. Ich weiß halt, was dahinter steckt. Wenn ich Milchprodukte sehe, sehe ich die Kälber, die abgeschoben werden, weil wir irgendwie diesen Käse haben wollen. Und da gehen wir halt andere Wege. Das ist die zweite Gruppe Kälber. Die erste Gruppe habe ich schon abgesetzt. Das heißt, die kommen jetzt schon ohne Milch zurecht. Und die entwickeln sich auch sehr gut. Man sieht, jetzt kommen schon die kleinen Hörner raus. Man sieht unsere bunte Rassevielfalt. Es gibt nicht auch Braunvieh und Anglerrotvieh reinrassig, aber kreuzen auch Tiere, wo wir denken, dass es ganz gut wäre so. Das sind alles alte Rassen und sind alle milchig und fleischig. Also geben Milch und Fleisch, sind also zwei Nutzungsrassen. Und dadurch sind wir halt unabhängig und können alle Tiere behalten. Keins ist Müll, wie sonst normal. Also dadurch, dass die hier so mit den Mamas zusammen sind, können die halt immer Milch trinken, wann sie wollen. So ziemlich einmalig. Und genau, ich entwöhne die so Zaun an Zaun, sodass sie weiterhin Kontakt haben können, aber halt nicht mehr ans Euter kommen, wenn die Milchzeit vorbei ist sozusagen. Die kriegen jetzt nur Wasser, nur noch Wasser. Und das ist für die okay? Genau. Also so wie bei jedem Menschen auch irgendwann okay ist, keine Milch mehr zu nuckeln aus der Brust. Das ist für die auch okay, genau. Ja, und dann schaue ich einfach, ob es denen gut geht, ob die alle wohlgenährt sind. Und die lernen halt von den Kühen das ganze soziale Leben. Also zu wissen, wo ist der Zaun, wo ist das Wasser, wie grasen wir als Herde. Das fehlt ja sonst komplett. In der normalen Milchviehhaltung sind die Kälber ja sofort weg oder nach ein paar Tagen weg. Und dann ja diese ganze Prägung, dieses ganze Erziehen von den Kühen, das fällt weg. Und davon profitiere ich dann später, wenn die Tiere in die Herde kommen, davor auch, weil sie halt super gesund sind. Also wir haben gar keine Kälberdurchfallprobleme, was sonst ein typisches Todesursache auch ist bei den Kälbern. Die Omega, ihre Mama hat das Logo beigesteuert. Und die Omega versorgt jetzt halt ihr Kalb und noch ein oder zwei andere, je nachdem wie viel Milch die gerade haben. Und die gewöhnen sich so aneinander, wenn die oben im Dorf sind.
die Blocken, also die Kalben halt alle in einem bestimmten Zeitraum ab. Das kann ich darüber regeln, wann ich die Bullen in die Herde tue und wann sie wieder unter sich sind, die Bullen. Und es hat dieses Jahr das erste Mal sehr gut geklappt. Sie haben alle die Hörner, das sieht man ja selten, das sieht man Kühe mit Hörnern überhaupt, ne? Ja, mir ist das voll wichtig. Ich denke, dass es eigentlich nicht okay ist, in unserer heutigen Zeit die Kühe dem Haltungssystem anzupassen und die zu enthornen. Und ja, denke, die gehören dazu, sind ein wichtiges Kommunikationsmittel. Ist ja auch so, dass die sonst so eine Beule bekommen, wenn sie enthornt sind. Mm. Und sind ja auch durchblutet und die Verdauungsgase gehen durchs Horn. Mhm. Also ganz unesoterisch haben die ja schon einen Sinn, so wie die Rute vom Hund auch einen Sinn hat, um zu kommunizieren. Ja. Ne? Und wenn wir das wegnehmen, dann fehlt ihnen etwas. Und für mich ist es total klar, wir haben ja den Slogan, das Wesen der Kuh achten. Und das gehört halt zum Wesen der Kuh, Hörner zu haben. Gerade hier in so einer natürlichen Umgebung, es gibt hier den Wolf auch, dann können die sich halt mit den Hörnern auch wehren. Okay. Und deswegen sehe ich gar nicht ein. Mhm. Ganz viele Bauern sagen auch, dass sie eigentlich nicht enthornen wollen. Ja. Aber ja, der Stall ist halt so eng oder dann gibt es halt Verletzungen. Und wenn die halt Platz haben, so wie hier, dann gibt es halt keine Verletzungen. Die haben schon immer mal einen Striemen, ne? Mhm. Wenn eine nicht weggeht, wenn die andere sie schickt. Aber das ist in Ordnung, wir haben auch mal Kratzer. Okay. Ja, was du vorhin im Auto erzählt hast mit den Rassen, das fand ich so interessant. Ja, das ist so ganz spannend, was wir bei der Züchtung so veranstalten. Ne? Also wir haben einfach die Verantwortung für die Schöpfung. Und beim Fleckvieh zum Beispiel, die es in Bayern häufig gibt, diese rötlich-braunen, weiß gescheckten. Also eigentlich sehen die so ziemlich aus wie die. Aber das ist jetzt ein Mischling, das sieht nur so durch Zufall so aus, ausgemändelt. Und da wurde halt auf immer mehr Milch gezüchtet, die Euter wurden immer größer, aber es wurde nicht drauf geachtet, ob die Zitzenlänge gleich lang bleibt. Und jetzt sind die inzwischen so kurz, die Zitzen, dass das Melkzeug kaum noch hält. Und der Genpool ist aber zu klein, also es gibt kaum noch Kühe oder Bullen, die lange Zitzen vererben durch ihre Mutter, ne? Über ihre Mutter. Und so zahm, hä? Ja, so angenehm, ne? So angenehm. genau, und was machen die schlauen Menschen? Die sind froh, dass so Idealisten wie wir alte Rassen erhalten, die noch gute Merkmale haben. Zum Beispiel auch eine längere Zitzenlänge, ne? Brauchten die natürlich früher, weil sie mit Hand gemolken haben. Und dann haben die jetzt Hinterwäldler eingekreuzt in die Fleckviehzucht, damit die wieder so. Die Zitzenlänge, Hinterwäldler heißen. Ja, es ist auch lustig, ne? Stimmt, ja. Passt sogar namentlich. Und die Hinterwäldler werden wieder wichtig werden. Und das ist auch, also ich mache es natürlich auch, was mich total erfüllt, weil ich das so gut finde. Ich finde total schön, selbstständig zu sein und das wirklich alles in der Hand zu haben. Ja. Und selber die Entscheidungen treffen zu können. Und ja, mich bei niemandem vorschreiben zu lassen, wie man es jetzt macht. Und einfach auch ausprobieren zu können, wie geht das eigentlich, ne, wenn man das Wesen der Kuh achtet. Wenn sie wirklich nur Gras frisst, wenn die Bullen dabei sind, wenn die männlichen Kälber nicht gleich 14 Tage alt auf dem LKW kommen nach Spanien oder Holland, was einfach normal ist, auch auf Biobetrieb, auch auf Demeterbetrieb. Ja. Und das ist total schön zu merken, dass es geht und dass es gut ist. Und die Tiere sind so lustig. Du bist auch ein bisschen neugierig. Und das ist die Kampfachse. Ich sag dir halt, ich bin Ranghöhe, du gehst jetzt. Und wenn du dagegen drückst, gegen den Kopf, dann bist du halt genau in der Kampfachse. Eigentlich sind die Hörner dafür da, dass die sich so verkeilen. Okay. Dann drücken die sich hin und her und gucken, wer stärker ist. Das wollte ich gerade mit dir machen. Du hast halt Druck gegeben, dann machen sie Gegendruck. Was soll ich machen? Und ich kann sie einfach wegscheuchen. Du bist jetzt gerade abgelenkt mit der Kamera. Ja. Die ist halt eigentlich schon ein bisschen zu zahm, ne? Das sieht jetzt aus, wer stärker ist. Ist auch ein bisschen frustriert, weil sie ihre Freunde gerade vermisst. Aber die ist eigentlich schon im letzten Jahr geboren und hat jetzt wieder angefangen zu nuckeln. Ja. Und deswegen habe ich sie jetzt hier mit in dieser Gruppe. Und das findet sie doof. Aber so ist das manchmal im Leben. Man findet auch immer was doof. Wir haben sonst Bullen von Höfen, die ähnlich wirtschaften wie wir, die also einfach auch natürlich füttern, die im Winter nur Heu füttern, keine Silage, kein Kraftfutter. Und wir haben am Anfang gleich gemerkt, wir haben ja die Kühe von verschiedenen Bauern zusammengekauft, als wir gestartet haben vor 5 Jahren. Und da war ganz augenscheinlich, dass manche Kühe besser damit klarkamen und manche schlechter. Und es waren die, die halt vorher auch schon nicht an Silagefutter gewöhnt waren. Und da haben wir jetzt schon 2 Bullen von Betrieben gehabt, vom Braunvieh und 2 vom Anglerrotvieh. Und jetzt haben wir angefangen, von den besten Kühen, die hier am besten klarkommen, die Bullen zu benutzen. Und dann achte ich halt drauf, dass die nicht mit ihrer Mama und mit ihren Schwestern zusammen sind. Genau, man muss ja sonst immer den Bullen mal tauschen, sonst müssen die irgendwann ihre Töchter decken, was man natürlich nicht macht. Und normalerweise ist es ja so, dass man die Kühe besamt
dann gibt es halt einen Bullen, der total top ist und der wird total gehypt. Und alle wollen den haben, weil der vererbt so viel Milch und eine tolle Euteraufhängung und was weiß ich. Ein bisschen wie beim Auto, ne? Der Aufhängung. Ja. Und dann hat der halt 5 Millionen Töchter. Und dadurch wird der Genpool natürlich viel kleiner dann. Ja, ja, ja. Und da ist tatsächlich die Inzucht ein größeres Problem als auf bäuerlich wirtschaftenden Betrieben. Man merkt, dass die Kühe auch keine Angst haben, wenn man so die Cowboy-Filme sieht. Ich meine, die machen das ja heute immer noch so, ne? Ja. Mit den Pferden und mit Rufen laut und die Kühe erschrecken, dass sie weglaufen. Und das ist so ganz anders hier, das finde ich so schön. Genau, ich arbeite nach einer Methode, die ich in Kanada kennengelernt habe, wie man Stress am Rinder treiben kann. Und benutze meine Körpersprache. Ich bin auch manchmal sehr direkt und dann, also jetzt, musste sie halt wirklich weggehen, musste sie weichen. Also da gehe ich dann einfach in die ranghöhere Position und sage, du gehst jetzt auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass sie gehen wird. Sie wird mich nicht angreifen. Und das lernen die aber auch, weil sie ja mit den Kälbern schon getrieben werden von uns. Und dann haben wir immer den gleichen Umgang. Also auch meine Mitarbeiterinnen arbeiten alle so. Und dadurch lernen die Kühe auch Vertrauen zu haben. Die wissen, der Mensch kommt, aber er will mir nichts Böses. Wenn ich gehe, dann lässt der Druck nach. Und das ist ganz. Ja, aber das muss man dann natürlich auch wissen, was man macht in so einer Situation, wie ich eben. Gibt auch Seminare. Genau, falsch gemacht. Da gibt es auch Seminare. Ja, genau. Ach, das ist ja interessant. Genau, ich bin die einzige Frau in Europa, die Stockmanship anbietet. Ja. Genau, sonst machen das noch 2 Männer. Stimmt, Stockmanship war der Begriff. Ja, richtig. Mhm. Und da lernt man mit den Kühen umgehen, ohne sie zu stressen, Kuhflüstern. Ja, und auch ohne zu streicheln. So, ne? Es gibt halt so 3 verschiedene Typen. Leute, die gerne füttern, die kommen dann immer mit dem Grasbüschel an. Leute, die dann fragen, wenn sie bei einer Führung dabei sind, können wir die mal anfassen. Die wollen halt eher so Körperkontakt. Und ich mag halt einfach so mit Tieren interagieren. Ich brauche nicht so viel Körperkontakt und ich will nicht auf das Futter vertrauen, sondern ich will, dass ich als Chefin akzeptiert werde. Genau. So. Mhm. Und das ist dann ganz schön. Ja. Und ja, dann lernen die natürlich auch bei jeder Begegnung lernt jedes Tier oder jedes Lebewesen lernt halt dazu. Und das mache ich mir einfach zu nutzen. Ich muss da anscheinend brauchen ein bisschen länger. Genau. Ja, und es ist halt auch, du musst den volle Präsenz haben, ne? Ja. Das ist halt jetzt bei der Kamera klar. Und das ist für die Kuh auch spannend. Mhm. Und dann bist du halt nicht ganz da und bist unsicher. Wenn du ganz bei deinem Körper bist, würdest du, glaube ich, intuitiv. Eigentlich ist es ein intuitives Wissen, was wir haben, aber was wir ein bisschen vergraben haben. Vielleicht. Und das wieder rauszuholen, finde ich ganz cool. Total spannend. Wer macht denn solche Kurse? Wer interessiert sich dafür? Wer teilnimmt? Also viele sind tatsächlich auch Wanderer, ne, die in den Alpen sich unsicher fühlen, die von den Todesfällen gehört haben. Ach so, okay. Und wissen wollen, wie geht das. Ja. Ich hatte auch schon jemand dabei, dessen Onkel tatsächlich gestorben ist, durch einen Bullen, der wollte diese Angst verarbeiten. Schon auch Landwirte, die wirklich einen anderen Weg gehen wollen und ganz viele junge Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen und wissen, mit Knüppel und Geschrei haben sie keinen Bock drauf. Sind ja Gewohnheitstiere und haben sich auch gut daran gewöhnt, gemolken zu werden und werden auch einfach, kommen gerne hierher. Und ich finde es total schön, dass ich hier einfach melken kann auf der Weide. Es wäre natürlich unmöglich, die ins Dorf zurückzutreiben. Das sind 13 Kilometer, glaube ich. Und ja, so ist es eine ganz coole Lösung, auch sehr nachhaltige Lösung. Hat bis letzte Woche noch Kälber versorgt. Mhm. Jetzt freut sie sich auch einfach hier zu sein. Die Bullen sind jetzt gerade in den Herden für 2 Monate. Mhm. Und der Sepp steht halt heute gerade auf Olive. Deswegen hängt er da so rum. Und wird dann einfach hier dran vorbeigehen. Reinigt mit so alter Holzwolle. Mhm. Warum soll man Papier herstellen, wenn man auch das nehmen kann? Das hat die Rauheit von der Zunge von den Kälbern. Und genau, lässt sich genauso benutzen wie Papier. Und es ist ganz lustig, wenn es hier rumfliegt, sieht es halt nicht so scheiße aus, wie wenn Papier rumfliegt. Und Vögel nehmen das nicht manchmal zum Nest bauen. Ja, kann das dann halt einfach echt total wertschätzen und habe da echt so eine tiefe Verbindung und Dankbarkeit. Und ich denke, wenn wir mehr wieder mit den Produkten in Verbindung sind, mit dem, wo
die Lebensmittel wachsen, leben, dann entsteht eine ganz andere Nähe. Und ich glaube tatsächlich, dass uns das auch mehr nährt, dass uns diese Lebensmittel mehr nähren als anonyme Produkte. Und anders nähren auch, ne? Da gibt noch eine seelische Ebene. Ja. Und habe ein Buch geschrieben, wie ich als Cowgirl die Welt bereiste und ohne Land und Geld zur Biobäuerin wurde. Da kann man so ein bisschen die Geschichte sehen.